Gamepad lädt! Luftschlangen am Start! Wir können anfangen! Willkommen zu Super Mario Maker! Das erste Level von André! Er hat das Level gebaut, Keggy's New Adventure. Ja, dann fangen wir einfach mal an. Was ist das für ein Adventure? Oh mein Gott! Oh mein Gott! 3x6! Ist das ein Hinweis auf den Antichrist? Ist das ein Level von Satan selbst erschaffen? Das werden wir jetzt sehen. Okay. Es fängt schon gut an. Der Antichrist hat definitiv seine Finger hier im Spiel. Das sind drei Hunde. Okay, es sind mehr Hunde, okay. Passiert hier noch irgendwas? Da komme ich doch niemals runter. Da komme ich doch niemals lebendig unten an. Hä? Habe ich irgendwas? Hä? Liege ich gar nicht vielleicht so falsch mit meiner Theorie? Da oben ist etwas, aber da komme ich doch niemals hin. Hä? Ah! Okay, so kann ich vielleicht durch. Was hast du da gebaut, André? Bevor die kommen, komm, go. Okay, das war ein bisschen zu schnell. Bevor die kommen. Alter, ich bin zu schnell unterwegs. Okay, go. Ah, jetzt der Hund. Ja, komm. Der war jetzt ein bisschen gemein. Okay, go. Go, perfekt, easy going. Einfacher geht's doch nicht. Oh lol, sind jetzt überall hier Hunde? Oh, welche Tür? Nein! Ich bin überfordert. Hopp. Perfekt. Ah, der Knopf. Komm raus, Knopf. Ah, Hund. Okay. Alles unter Kontrolle. Nein, der Knopf. Der Knopf. Ah, der Hund. Alles cool. Alles unter Kontrolle. Ich nehme jetzt einfach mal diese Tür. Ich bin ganz am Anfang des Levels. Wenn ich hier runterspringe, dann bin ich wieder am Anfang. Okay. Da ist der Kängikopf! Wow, ich habe den Kängikopf gefunden. Easy, Leute, easy. Easy! Er dachte, der kann mich austricksen, ja? Komme ich jetzt überhaupt wieder zurück? Die Röhre kann ich nicht benutzen. Kann ich denn die Yoshi überhaupt benutzen? Doch, kann ich. Okay, gut. Dann kann ich das ganze Level jetzt nochmal machen, aber jetzt mit dem Yoshi. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Okay. Komm, wäre ich da hochgekommen? Ich weiß nicht. Ich will da hoch. Ne, ich glaube, man kommt da nicht hoch. Nein, Yoshi! Es tut mir leid, mein Freund. Es tut mir leid. Okay, dann gehe ich halt ohne dich weiter. Wenn du keinen Bock hast auf mich, dann habe ich auch keinen Bock auf dich. Wo geht's hier lang? Ein Pilz! Wow. Ob man da noch rechts weitergehen? Alter, diese Musik! Hör auf! Alter, mein Kopf explodiert gleich. Danke. Ob man da noch weiterlaufen hätte können? Ich weiß nicht. Ich habe Angst, weiter zu versuchen zu laufen. Ich glaube, da ist nichts mehr. Ich habe den Kegelkopf gefunden, ja? Mehr brauche ich nicht. Muss ich in die Röhre? Ich muss in die Röhre, oder? Oder muss ich doch hier rein? Ich bin ein wenig verwirrt. Oder muss ich wirklich hier durch? An den Hunden. Und deshalb gab es den Pilz, damit ich den Pilz hier opfere. Oh, okay. Jetzt pass auf, jetzt komme ich bei den anderen Hunden raus. Nee, tatsächlich nicht. Ich check das Level nicht. Weg mit dem Knopf. Ha! Okay, alles unter Kontrolle. Ah, nein! Oh mein Gott, bin ich dumm. Jetzt habe ich Yoshi. Jetzt verliere ich gar nichts eigentlich. Perfekt. Einfach mit dem Yoshi durchlaufen. Geradeaus durch. Perfekt. Aber jetzt kann ich meinen Yoshi nicht mehr mitnehmen. Moment. One moment, please. Moment, wenn ich schon den Yoshi dabei habe. Nein, ich bin so dumm. Ah, jetzt verliere ich auch noch den Pilz. Ich wollte nur meinen Yoshi opfern und nicht nur meinen Pilz. Als ob. Alter, was ist das für ein Level? Das ist definitiv von Satan höchstpersönlich, nicht von André. André, bist du vielleicht besessen? Moment, wenn ich meinen Yoshi hier verliere, dann rennt er doch unten durch, oder? Oder rennt er den Pflanzen vorbei? Tatsächlich, er rennt vorbei.
Jetzt, Yoshi, ich komme! Er bleibt da. Perfekt. Perfekt. Yoshi? 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 Yoshi! Okay, perfekt. So. Soll ich hier rein oder soll ich da weiterspringen? Da ist auch noch was. Das ist eine Tür. Ha. Ha. Jetzt habe ich mal Yoshi weggeschmissen. Ha! Easy! 1000 Wege, aber ich finde genau den richtigen. So einfach geht das. Das war ein äußerst seltsames Level. Nächstes Level von Juli zockt. Haus Sophia. Ich habe so den drauf gedrückt. Das war, ging zu schnell. Okay, Juli, was hast du da gebaut? House of Fear. Oh Junge, ich habe voll Angst. Das ist voll gruselig. Wieso bin ich so groß und wieso komme ich da nicht durch? Ist dein Ernst? Ah, okay. Okay, so komme ich durch. Okay. So komme ich tatsächlich durch. Komme ich hier durch? Nee, ne? Okay. Ah, lol. Die gehen kaputt, wenn ich draufstampfe? Aber ich brauche den Pilz ja. Ohne den komme ich ja nicht weiter. Sonst komme ich ja durch die Mauer nicht durch. Das heißt, ich brauche den hier. Wie habe ich das denn gerade gemacht? Hä, wie habe ich das denn gerade gemacht? Okay. Okay, Mario. Interessant. Oh, wie soll ich das denn machen? Ich blick's nicht. Ich blick's nicht, wie ich machen soll, ohne da runterzufallen. Oder komme ich da so komplett drüber gesprungen? Ich glaube nicht. Hä? Moment. So drüber gelaufen komme ich ja nicht. Ich muss ja springen. Und sobald ich springe, ist alles vorbei. Hä, ich versteh's nicht. Ich blick's nicht. Alter, guck dir doch die Pfeile an. Aber der zeigt ja noch einen Pfeil nach unten. Ha. Huh. Ich sterbe da definitiv. Ist das dein fucking Ernst? Okay, ich hab's geblickt. Ich hab's gelernt, deine Schnauze. Ich versteh's. Okay, ich hab's verstanden. Ha, so geht's. Total einfach, super einfach. Sogar eine Wolke mit Schnauzer. Geil. Richtig geile Muchacho-Wolke. Okay, das war's mit meiner Muchacho-Wolke. Schade. Sehr schade. Jetzt komme ich hier auch nicht durch, ne? Lol, wie kacke ist das denn? Oh Mann, ich hasse solche Level. Du kriegst das Power-Up ganz am Anfang. Und wenn du das Power-Up verlierst, dann ist alles vorbei. Dann kannst du entweder direkt sterben oder du kannst neu Spiel starten. Mario. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Oder kann ich vielleicht die Bumper als riesiger Mario zerstören? Ich weiß es gar nicht. Okay, ich bin durch. Und jetzt? Okay, perfekt. Okay, Midway Point. Perfekt. Ich hab's geschafft. Ich bin durchgekommen. Okay. Ich denke mal, Midway Point. Kann ich das auch zerstören? Ich kann einfach alles zerstören. Ich bin der Godzilla Mario hier. Alter, jetzt komm da rein. Okay. Alles unter Kontrolle. Das nervt schon so ein bisschen. Okay, die Ranken bleiben. Ich dachte gleich, reiße die Ranken von der Decke ab. Das wäre ganz schön cool. Das wäre ganz schön cool. Okay. Wie komme ich da jetzt rein? Okay, perfekt. Fuck, wo war die Tür? Wo war die Tür? Hier war die Tür, perfekt. Okay, alles cool. Alles in Kontrolle. Da ist etwas. Oh, noch ein Pilz. Okay, jetzt werde ich wieder klein gemacht. Jetzt bin ich der Captain Toad. Yay, ich bin Toad. Halt die Fresse, Toad. Schreib mich nicht so an. Aber ich bin Toad. Nein, bist du nicht. Du bist eine Nervensäge. Also du bist schon ein Toad, aber du bist eine richtige Nervensäge, Toad. Was ist mit den Geistern los? Wieso bewegen sie sich nicht? Oh mein Gott. Die können sich ganz schön schnell bewegen. Moment. Ich check mal kurz die Lage hier. Halt die Fresse, Toad. Okay, hier ist noch was. Ein Leben, wow. Thank you very much for this life. Oh mein Gott. Ich verliere meinen Captain Toad. Das ist aber gar nicht so schlimm. Weil er hat uns sowieso genervt. Mich jedenfalls. Oh mein Gott. Dieses Plattforming. Bleib da unten. Perfekt. Hä? Ah, ne, Moment, ganz rechts, stimmt. Hier, oh mein Gott.
Ja, ich habe schon fast vergessen, wo die Tür war. Ich habe sie jetzt auch gesehen. Oh lol. Oh lol. Oh lol. Was zur Hölle? Wieso? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. 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 Nicht schon wieder diese Stelle. Oh. So, ich bin wieder Captain Toad und ich darf die Toadfresse jetzt nicht verlieren. Die ist jetzt super wichtig, super wichtig. Alter, diese Stelle. Ich komme einfach mit diesen komischen Eisblöcken hier nicht klar. Alter, wie die übertreiben, diese Geister. Nein! Ja, schon kann ich aufgeben. Och, leck mich doch. Das war gut. Oh, ich habe den ersten Sprung geschafft. Nein! Nein, okay, ich habe den geschafft. Sobald der erste Sprung geschafft ist, ist eigentlich der Rest super einfach. Perfekt, perfekt. Easy. Easy, 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 easy. Oh nein, das ist gar nicht so easy. Das ist gar nicht so easy. Das ist gar nicht... Nee, Moment. Ist ja scheißegal. Ich bin ja eh groß. Ich bin ja eh groß. Ah, okay, wenn man schnell genug ist, hätte man das, glaube ich... Nee, hätte man gar nicht. Weil dann ist ja der unten... Nee, hätte man nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn man schnell genug ist, dann hätte man mal mit dem kleinen Mario auch geschafft. Aber hätte man nicht. Okay, ich habe ein Sekret gefunden. Soll ich jetzt den Sekret nehmen oder den normalen Weg nehmen? Da ist der Gegenkopf! LOL! Geil! Super cool! Ich habe ihn gefunden. Das war cool. Ich habe nicht erwartet, dass jetzt nur ein Gegenkopf hier kommen wird. Ich bin Dr. Mario! Ich bin Dr. Mario! Und ich bin Dr. Mario! Oh mein Gott! Geh! Geh! Geh einfach! Geh! Geht einfach alle! Geht einfach alle! Oh mein! 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 Nein! Ich schaff den einfach nicht zu töten! Hier! Nein! 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 Fuck, ey! Ich hab's fast geschafft! Okay. Die Reise geht wieder weiter. Die Reise geht weiter. Wo bist du? Boom! Oh ja, easy. Easy, easy. Einfach ein bisschen zielen. Einfach ein bisschen zielen. Boom! Alter. Keiner kann mich aufhalten. Keiner kann mich aufhalten. Seht ihr mich, wie ich mich dort verstecke? Ne? Seht ihr mich, wie ich mich dort verstecke? Ich verstecke mich nicht. Ich lauere. Boom! Fuck, die sterben ja gar nicht. Okay, aber ihr da oben. Perfekt. Die sterben. Okay, der Knochentrockner, der stirbt nicht. Okay, okay, jetzt die hier. Bam! 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 Ich bin mega der Outlaw, Mann. Okay. Oh! Ist ja noch einer. Den habe ich ja ganz vergessen. Da ist ja noch einer. Ein Wiggler. Den kann man bestimmt nicht töten, oder? Kann man den echt nicht töten? Auch nicht mit der großen Flamme. Okay. Okay, lass mich in Ruhe. Okay, das Moped-Ding kommt hier definitiv nicht durch. Oh, da ist ein Schuh. Und ein Gigantenschuh. Und ein Gigantenpilz. Lol, das wird danach zur Röhre. Und die Kutsche wird einfach zu einem Peach. Wie bescheuert das aussieht. Mario in der Röhre, in der Kutsche. Lol. Jetzt brauche ich noch eine Wolke. Dann ist das ein Mario in der Röhre, in der Kutsche, in der Wolke. Okay, diese süße, süße Peach, die gerade ein bisschen wütend ist. Zeig mal uns deine Wut. Zeig mal deine Wut. Zeig uns, wie deine Wut aussieht. Und zwar, wie sieht sie aus? Die sieht... Genau so sieht sie aus. Oh, wenn sie nicht schießt, ist da so ein kleines Herzchen oben. Wenn sie aufgeladen ist, dann ist sie wütend. Okay, 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 Bowser, Bowser. Wer ist stärker? Meine Flammen oder deine Flammen? Wo bist du, Bowser? Komm her. Komm her. Komm her! Da ist er! Oh! Und der reitet den Peach! Was? Was? Zur fucking freaking Hölle. Ich schieß zurück, Mann. Ich schieß einfach zurück. Ich schieß einfach zurück. Schieß einfach zurück. Nein, 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 nein. Jetzt, 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 jetzt. Ah, das wäre mein Moment gewesen. Nein, wieso muss das ein Giga-Bowser sein? Den werde ich doch niemals besiegen. Den werde ich doch niemals besiegen. Den werde ich doch niemals besiegen. Ich weiß nicht, was besser ist. Aufladen oder normal schießen? Also klar, das... Okay, perfekt. Ich wollte gerade sagen, das Aufgeladen, ich mache natürlich mehr Schaden.
Aber ob sich das wirklich lohnt? Aber hat sich gelohnt. Ich habe gar nicht so viele Schüsse gebraucht. Ich glaube, waren, glaube ich, sogar weniger als 10 Schüsse. Okay. Lief doch ganz gut. Kommt jetzt hier das Ende? Moment, ich kann doch oben lang. Finden wir ein weiteres Secret, wenn ich hier oben lang fliege? Oder werden wir das ewige Nichts finden? Ich glaube, wir finden nichts. Oh, ja. Ich glaube, ich rieche etwas. Ich rieche etwas. Es riecht gut. Ich glaube, ich bin etwas auf der Spur. Ich bin etwas Wundervollem auf der Spur. Komm schon. Komm. Irgendetwas? Nein. Komm, wenn du jetzt irgendwas hingepackt hast, ja, dann liebe ich dich. Schade. Sehr schade. Ich bin sogar jetzt ein Bowser. Wow, und da ist das Ziel. Ich bin am Ende Bowser geworden. Ist das vielleicht ein Zeichen, dass Mario der Bösewicht ist? Dass Mario eigentlich Bowser ist und nicht Mario ist, sondern Bowser Mario ist? Deshalb hatte gerade im Endkampf Bowser Peach auf seinem Rücken und nicht Mario Peach auf seinem Rücken. Und sie sah recht glücklich aus. Kann das sein, dass Mario der Bösewicht ist? Vielleicht ist heute ein Cosplay-Day und Mario hat sich verkleidet als Bowser und Bowser hat sich verkleidet als Mario. Oder es ist einfach Fakt, dass Mario böse ist und Bowser ist nett, weil Peach ist auf seinem Rücken geritten und sie sah sehr glücklich aus. Und so sieht keine glückliche Person aus, die nicht glücklich ist. Denn jemand, der gekippt wurde und gefangen genommen wird, ist nicht glücklich, außer sie hat sich in ihn verliebt. Und wenn sie sich in ihn verliebt hat, GG. War aber auf jeden Fall ein sehr cooles Level. Ja, es war auf jeden Fall, kriegt auf jeden Fall einen Stern von mir. Und ich würde sogar sagen, ich gehe so weit, dass du sogar ein Keggy-Siegel von mir bekommst. Ja, du hättest von mir, das Keggy-Siegel ist, du kriegst ein halbes Keggy-Siegel, okay? Du würdest ein ganzes Keggy-Siegel bekommen, wenn diese Passagen mit dem Giga-Mario nicht so lang gezogen wären. Ja, man hätte vielleicht auch nur 2 Wände nehmen können, die man zerstören muss, und nicht 20 Wände nehmen können, ja? Deshalb war das ein bisschen nervig, aber im Großen und Ganzen, das Level sah super cool aus und war super cool aufgebaut und hat super viel Spaß gemacht. Deshalb kriegst du von mir ein halbes Keggy-Siegel. Der ein oder andere würde das vielleicht nicht als halben Keggy-Kopf anerkennen, sondern vielleicht als einen kleinen Schlüpfer. Aber ich glaube, diejenigen, die mich kennen, würden verstehen, dass es ein halber Keggy-Kopf ist, oder? Ich hoffe. Auf jeden Fall, das war's von Super Mario Maker. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, wie ihr es zeigen könnt. Und ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal dabei, wenn wir wieder ein paar coole Level spielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf, macht keinen Unsinn. Wenn ihr Unsinn macht, dann ruft mich an, ich mach mit.